ich auch, dieser Plakettentick nimmt langsam Überhand bei uns. Da, gucken Sie sich den an. Ich bin Energiesparer, jawohl. Dann jagt er seinen Sechszylinder hier mit 180 durch die Gegend. Hallo Partner, ja bloß nicht blinken beim Fahrbahnwechsel, nein. Ich möchte mal wissen, was der mit den Kindern macht, für die er ein Herz hat. Alles Sprüche, alles Sprüche. Die glauben doch, sie haben ihr Soll für die Allgemeinheit abgeleistet, wenn sie sich irgendeine Gesinnung aufs Autoheck pappen. Ja, ja, Rücksicht im Verkehr. Aber an dem armen Schwein, das da vorne liegen geblieben ist, da fährt er glatt vorbei. Na, will er nicht mehr? Kurbelwelle, 160.000. Fahren Sie nach Lübeck? Ja, aber ich fahre nicht rein in die Stadt. Ich muss bei der zweiten Ausfahrt links. Das ist doch wunderbar. Können Sie mich bis dahin mitnehmen und bei der nächsten Telefonzelle absetzen? Natürlich. Schröder. Steiner. Ja, dann aber los, ich hab's eilig. Sie wissen ja, 5 Minuten vor der Zeit. In dem Punkt sind wir Soldaten alle ein bisschen pingelig. Sie sind Soldat? Ja, Reservist. Alter Sumpfbiber, wie wir Pioniere sagen. Waren Sie auch beim Bund? Ja. Ach, wirklich? Da sind wir ja quasi Kameraden. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich freue mich jedes Jahr von Neuem auf diese Übung. Da wird man noch als Mann mal wieder so richtig gefordert. Was? Vorsicht, Herr Steiner! So ein Idiot! Sie sollten vielleicht besser blinken. Ach, der hat doch gesehen, dass ich losfahren wollte. Ja, ja, natürlich, typisch. Atomkraftgegner. Wollen Sie zu den Lübecker Pionieren? Ja, meine alte Stammeinheit. 61. Pi-Bataillon in der Travekaserne, stolze Truppe. Darf ich Sie mal was fragen, Herr Steiner? Quasi von Kamerad zu Kamerad. Bitte, immer. Sagen Sie, sind Sie nicht schon ein bisschen zu alt, um Übungen zu machen? Wir nehmen doch heute kaum noch einen, der über 35 ist. Naja, ist schon richtig. Für Kreti und Pleti jedenfalls. Aber wenn es sich um Spezialisten handelt oder um Leute, die, sprechen wir es ruhig aus, unersetzlich sind, da macht der Bund schon mal eine Ausnahme. Verstehe, es ist ein Offizier. Ach, Herr Schröder, wenn man Jahr für Jahr hier seine Übung abreißt, so wie ich, dann nageln die einem die Sternchen ganz von selbst da oben drauf. Ist ja auch nicht mehr als recht und billig, nicht? Also Kompanieführer. Ach, ich wäre im Grunde längst weiter. Ich mache das ja alles nebenbei. Der Beruf, wissen Sie. Außerdem so spannend, wie der Laie sich das vorstellt, ist das ja alles gar nicht. Na, wem erzähle ich das? Sie kennen doch den Betrieb. Bisschen Brückenbau und so, das macht man doch mit links. Verstehe. Sagen Sie, Herr Steiner, stimmt das eigentlich, was man immer wieder so hört und liest? Ich meine, dass die jungen Kameraden von heute, sagen wir mal, ein bisschen lasch sind? Überhaupt der ganze Dienstbetrieb? Ach, hören Sie doch auf. Überhaupt, um ehrlich zu sein, man hat manchmal das Gefühl, eher in einem gut funktionierenden Großbetrieb zu sein als bei Preußens. Wann sind Sie denn zu den Fahnen geheilt worden? 58. 58? Na, das waren noch Zeiten. Da darf man heute gar nicht mehr dran denken. Uns haben Sie noch richtig den Arsch aufgerissen. Aber die Kisten heute? Hören Sie mir auf, die laufen ja schon heulend zur Mami, wenn man mal vergisst, sie Herr Pionier zu nennen. Sie halten wohl nicht allzu viel von der inneren Führung. Ach, das war alles Kokolores. Sagen wir doch mal ehrlich, entweder man ist Zivilist oder man ist Soldat. Oder nicht beides in einem, weil? Stimmt? Ja, ja, das ist sicher problematisch. Keine Sorge, solange ich noch Übungen mache, werden die Rotärsche auf Vordermann gebracht. Wie in guten alten Zeiten, da können Sie sich drauf verlassen. Bei mir in der Kompanie geht das alles noch zack, zack. Wie schön, dass es noch Idealisten gibt wie Sie. Na ja, nur Idealist. Unter uns, ich betrachte das Ganze mehr als so einen kleinen Urlaub, wissen Sie. Frei von Firma und Familie. Besonders von Familie. Ja, aber der Wehrsold ist ja nicht eben happig. Wehrsold ist doch Kleckerkram. Nein, nein, den können Sie vergessen. Nein, aber die Ausgleichsbezüge nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, die zählen. Ja, und wer nimmt nicht gern mal so ein paar Tausender mit, was? So nebenbei auf die Schnelle. Ja, so gesehen ist das so eine Übung für sich eine reine Erholung. Dazu noch finanziert von Vater Staat. Nein, 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 nein. So kann man das auch wieder nicht sehen, so einseitig. Nein, nein. Das Wesentliche ist schon, dass man mal wieder richtig was tut fürs Allgemeinwohl. Mein Freund Herbert immer zu sagen pflegt. Nochmals vielen Dank. Ja, doch selbstverständlich Ehrensache unter Kameraden. Und für die Übung.
Zimmer des Kommandeurs, Oberleutnant Heise. Ach, Sie sind's, Herr Oberstleutnant. Wo stecken Sie denn? Neuhauser Straße, Ecke Travemünde, in der Telefonzelle. Schicken Sie mir einen Wagen, ich bin liegen geblieben. Ich glaube, Sie sollten sich doch langsam einen neuen Wagen zulegen, Herr Oberstleutnant. Der Älteste ist in 3 Minuten bei Ihnen. Alles klar, Herr Oberstleutnant. Ende. Hauptgefreite Richter? Bitte parken Sie erst hier einen Wagen außerhalb des Kasernengeländes, Herr Oberfeldwebel. Ja, klar, mache ich gleich. Ich zische nur noch mal eben zur 5 drüber, meine Klamotten auspacken. Tut mir leid, Herr Oberfeldwebel, aber ich darf Sie ohne Parkplakette nicht aufs Gelände lassen. Mensch, Gefreiter, jetzt machen Sie doch keinen Fleck ins Hemd. Ich fahre ihn ja gleich raus. Bitte, Herr Gefreiter, Herr Oberfeldwebel. Ach so. So einer sind Sie. Na ja, schön, Herr Gefreiter. Wo ist der Wachabende? Frühstücken. Aber damit Sie gleich im Bilde sind, unser Kommandeur hat ein waches Auge. Und was verboten ist, das ist verboten, das wissen Sie ja. Sie werden es nicht für möglich halten, Herr Gefreiter. Ich weiß es nicht nur, sondern ich wusste es eigentlich schon erheblich früher als Sie. Genau genommen wusste ich schon, als Sie noch in die Hose gepinkelt haben. Sie auch, Schießbudenfigur. Das ist doch nicht etwa der, der unseren Zugführer vertreten soll? Doch, das ist er. Hast doch gehört. Er will zur 5. Na dann, Helm ab zum Gebet. Ja, dieser Steiner war eine reine Glückssache. Der war im Mai bei unserem Kameradschaftsabend und da habe ich ihn einfach angehauen aus lauter Verzweiflung. Und er hat sofort Ja gesagt. Aber nach Mitternacht, ne? Ja, so ganz frisch waren alle nicht mehr. Wenn man vom Teufel spricht. Herein! Guten Morgen. Oberfeldwebel der Reserve Steiner meldet sich zum Dienstantritt bei der 5. Kompanie, Hauptmann. Guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Lange. Und den Spieß dürfen Sie ja wohl schon mal irgendwo gesehen haben. Ich komme bei der 5. Uwe. Franz! Mann, du hast aber einen stolzen Bart wachsen lassen. Ja klar. Ich habe mir gedacht, je martialischer, desto besser. Dass die Kisten gleich wissen, wo es lang geht, du. Hey! Hey! Na, Casanova, wie war die Abschussliste heute Nacht? Fünfmal. Geheime Kommandosache hast du einen Kaffee für mich. Schon in Arbeit, ich mach dir auch ein Brötchen, Harald. Danke gerne. Damit unser Kompaniehengst wieder zu Kräften kommt. Mann, nur gut, dass deine Zeit diese Woche rum ist, sonst kommst du noch auf Krücken nach Hause. Tja, Ernst, das ist das harte Leben der Sumpfbiber. Nacht für Nacht harte Einsätze bis zum letzten Schuss. Du hast aber heute einen Stubengenossen, der neue ist da. Na, hoffentlich benutzt der wenigstens mal eins von den Betten, sonst erstatten die noch eine Verlustmeldung. Probieren Sie mal die Donskiebe über, Herr Oberfeldwebel. Also unser Chef ist okay, Herr Oberfeldwebel. Mit dem können Sie Pferde stehlen. Passt. Aber hüten Sie sich vor Plambeck vom Maschinenzug. Frischgebackener Leutnant war früher Hauptfeldwebel. Naja, können Sie sich ja denken. Markiert jetzt den großen Macker, was? Na, wie das so ist mit neuen Besen. Genießbar war der früher schon kaum, aber seit er Offizier geworden ist, teure Heimat. Wandelnde Dienstvorschrift, habe ich recht? Fred, reich mir noch ein paar Handschuhe. Entschuldigen Sie, hab's eilig. Bitte, bitte. Wo ist denn der andere? Die Fetzen habe ich weggeworfen. Tut mir leid, schreibt eine Verlustmeldung. Mann, was soll dieser ganze Papierkrieg? Davon wird er auch nicht wieder ganz. Also los, rück schon ein paar raus. Ohne Verlustmeldung läuft nichts, das weißt du ganz genau. Das ist der Rest, Herr Oberfeldwebel. Danke. Mann, geben Sie dem Kameraden noch ein paar neue Handschuhe. Ist ja noch nicht Ihre. Tut mir leid, Herr Oberfeldwebel, ich habe meine Vorschriften. Klar, die haben wir doch alle. Die lassen Sie doch auslegen. Meine nicht. Mein Gott, jetzt spielen Sie doch hier nicht das Finanzamt. Wegen jeder Lappalie gleiche Verlustmeldung. So was muss man sich mal in der freien Wirtschaft vorstellen. Gehen wir doch hinten und vorne nicht mehr hoch. Bitte, wenn es sich um ein Gewehr handelt, ein paar Knobelbecher, gut. Aber doch nicht jedes Nähzeug für 2,11 Mark. Man muss sich bloß mal vorstellen, was das für Zeit kostet und Papier. Das bis rauf zum Kommandeur. Soll unseres alten liebster Zeitvertreib sein. Wenn Sie sich beschweren wollen, dann auf der Harthöhe, aber nicht bei mir. Ja, worauf Sie sich verlassen können, Herr Gerätefeldwebel. Kameraden Abel in Bonn muss man bloß mal richtig vor Schienbein treten. Dann spurt er auch. Na dann für die nächsten 4 Wochen. Viel Spaß beim Bund, Herr Oberfeld. Danke. Dieser Steiner hat sicher auch seine guten Seiten, sonst wäre er nicht hier. Aber ich fürchte, dass er ein etwas problematisches Verhältnis zu den Prinzipien der inneren Führung hat. Außerdem nimmt er mehr in den Mund, als er schlucken kann. Ich kenne Steiner seit über 20 Jahren, Herr Oberstleutnant. Für den Mann verbürge ich mich. Er ist im Grunde ein guter Soldat. Das stelle ich ja nicht in Frage, Herr Hauptfeldwebel. Aber Sie wissen ja, seit 6 Jahren keine Übung mehr. Das macht aus manchem Soldaten in Zivil einen Zivilisten in Uniform. Herr Hauptmann, nehmen Sie diesen Steiner ein bisschen an die Leine. Der Mann wird versuchen, Extratouren zu reiten. Und das mit Schwung. Halten Sie ihn nicht auf. Lassen Sie ihn ruhig mal gegen den heißen Ofen laufen. Meine Herren, ich muss für 3 Tage zur Division. Sorgen Sie dafür, dass ich bei meiner Rückkehr keinen Stapel Beschwerden auf meinem Schreibtisch vorfinde. Klar? Jawohl, Oberstleutnant. Na,
Dann schraubt den Kameraden Steiner mal wieder auf Normalmaß zurück. Willkommen bei der 5. Hallo. Wengler, kannst du mich Harald nennen? Uwe Steiner. Steiner kannst du dir schenken. Auch auf ihn. Die letzte Woche. Sehen gut aus, die Ballads, ne? Ja. Schlag bei den Weibern, was? Kannst du mal ausprobieren. Übrigens, was die Betten anbetrifft, hast du freie Auswahl. Ich schlaf sowieso kaum hier. Ja, ich bin schon informiert, du alter Casanova. Pausenlos im Nachteinsatz, was? Nee, ich nehm schon das am Fenster hier. Falls ich es überhaupt brauche. Ich bin nämlich auch kein Kind von Traurigkeit. Ich sehe schon, du bist eine würdige Ablösung für mich. Ein Bierchen? Immer, Harald, immer. Wenn's nicht zu warm. So, das ist die Schnuppelpuppe. Nur dreimal darfst du raten. Deine Frau sagt bloß. Stark, ne? Die würde ich aber nicht 4 Wochen auf Null-Diät setzen. Mein lieber Mann, wenn die mitkriegt, was du hier abziehst. Keine Hoffnung. Die Gute ist im sicheren Hinterland. Auf gute Kameradschaft. Gute Kameradschaft. Sag mal, hast du eigentlich schon dein Wehrsold eingesackt? Ah, ich war sogar schon beim Arzt. Ich muss mich nur noch beim Kommandeur melden. Nee, also wirklich, so, die würde ich mir schon ein paar Gewissensbisse kosten lassen. Meine Christa ist solide. Da liegt nichts drin. Du sag mal, kannst du mir immer mit dem 100er aushelfen? Ich gib's dir Freitag. Ja, komm. Lass dich bloß nicht ruinieren von den beiden. Sonst verklagt deine Frau noch den Bund wegen Flurschaden. Die Frauen müssen ja nicht alles wissen, oder? Na, hör mal, wozu sind solche Übungen sonst da? Wir haben schließlich auch ein Emanzipationsbedürfnis. Harald, was ich denn noch sagen wollte? Ja, sagen Sie mal, meine Herren, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Alkohol während der Dienstzeit? So ein Begrüßungstrunk, Herr Leutnant, die Lage. Ist doch wohl egal. Sie sind Vorgesetzte, meine Herren. Haben Sie das vergessen? Sie wollen Sie Disziplin von anderen fordern, wenn Sie selbst keine zeigen? Sollte das nochmal passieren, meine Herren, werde ich Sie zur Meldung bringen. Ist das klar? Melden Sie sich in 2 Minuten in meinem Dienstzimmer. Mann Gottes, das ist ja der reinste Rekrutenschreck. Sondern ist er immer so kleinkariert? Naja, in gewissem Sinne hat er ja recht. Hätte auch einer von den Rotärschen reinplatzen können. Ja, aber hör mal, der spielt hier doch Preußens Gloria. So ein Hirsch zu machen wie ein Schluck Bier, das ist ja schlimmer als mein Freund Herbert. Und sag schon, Raffo, wie ist denn der Neue? Ein Spinner oder ein Schafer? Beides. Der Vater gehört seit 10 Jahren auf die Reservebank. Möcht wissen, wo sie den ausgegraben haben. Naja. Zeltplane drüber und abregnen lassen. 4 Wochen ist er eh wieder bei Mutti. Auf Deutsch, wir gehen trüben Zeiten entgegen. Der Bund wird's überstehen. Wir haben Tornado verkraftet, wir werden auch mit diesem Steiner fertig werden. Wie Sie alle wissen, geht Oberfeldwebel Evers am Mittwoch auf Lehrgang. Seine Stelle als Zugführer wird für die Dauer von 4 Wochen Oberfeldwebel Steiner einnehmen. Oberfeldwebel Steiner, der hier neben mir steht und heute seine letzte freiwillige Übung absolviert, hat seinen Wehrdienst schon zu einer Zeit abgeleistet, als die meisten von Ihnen noch gar nicht geboren waren. Da unser Kamerad Steiner in den letzten Jahren keine Übungen mehr gemacht hat, ist es, so denke ich, eine Selbstverständlichkeit von jedem von uns, ihm mit Rat und Tat dabei zu helfen, sich in der Kompanie zu Hause zu fühlen. Günther, baut mir doch mal eben deinen 8er-Schlüssel. Und den Kasten. Moment mal. Wieso müssen Sie sich einen Schlüssel borgen, Herr Pionier? Gefreiter, Herr Oberfeld. Gut, Herr Gefreiter. Haben Sie keinen eigenen? Doch, Herr Oberfeld. Aber mit dem ist schlecht arbeiten. So. Na ja, dann zeigen Sie ihn mir doch mal bitte, ja? Jawohl, Herr Oberfeld. Hier, Herr Oberfeld. Ach so. Diese Verlustmeldung haben Sie doch schon vor einer Woche geschrieben. Jawohl, Herr Oberfeld. Was, und das Ding kostet wirklich nicht mehr als 67 Pfennige? Jawohl, Herr Oberfeld. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, Herr Oberfeld. Wir haben auch zuweilen das Gefühl, wir träumen. Darf ich mal fragen, Herr Gefreiter, wieso ausgerechnet Sie hier eine ruhige Kugel schieben, während Ihre Kameraden schuften und schwitzen? Mit Vergnügen, Herr Oberfeld. Der Herr Stabsarzt hat mir leider verboten, mehr zu heben als 5 Kilo, bitte. Der Gefreite schüttet einen 5-Kilo-Mann, Herr Oberfeld. Ist doch wohl ein Witz, nicht? Nee, eine Wirbelsäulenverletzung. Habe ich seit meinem 12. Lebensjahr. Du sollst zum Spieß rüber, Uwe. Er will, dass du jetzt gleich mal rausfährst zur Teehoff-Insel und deinen Sturmbootführerschein auffrischst. Na schön. Danke, Freitag. Ah, ihr Trollmäuse! Wollen wir mal eine Wettfahrt machen? Nicht so lange!
Not? Warte, Sie werden jetzt frei los hier! Halt! Bist du verrückt? Ja. Was ist das denn? Ja, aber nun ging das Theater ja erst richtig los. Der Steiner wollte doch ums Verrecken nicht die Pinne loslassen. Ullmann konnte Gott sei Dank den Motor abwürgen, sonst hätten wir die drei Puppen auch noch gerammt. Ach Quatsch, liegt doch nichts. Die paar Flaschen. Bedankt? Scheiße am Stückchen. Der kriegt ja vor Wut fast einen Herzinfarkt. Boah, Mann, ja. Darf ich dem Herrn Gefreiten behilflich sein? Sehr aufmerksam, Herr Oberfeld. Ich hatte nämlich heute Geburtstag. Na wunderbar. Können Sie mir sicher auch sagen, was so eine Kiste wiegt, nicht? Keine Ahnung, Herr Oberfeld. Ah, der Herr ist dabei, das einmal eins zu vergessen. Na schön, dann will ich es Ihnen sagen. So eine Kiste wiegt mindestens 12 Kilo. Das macht bei zwei Kisten, Herr Gefreiter, wie viel Kilo? Ich wäre Ihnen übrigens sehr verbunden, wenn Sie außerdem noch Haltung annehmen könnten. Tut mir leid, Herr Oberfeld, aber im Kopfrechnen war ich schon immer etwas schwach. Ich hatte gesagt Haltung. So, Sie wollen mich also auf den Arm nehmen. Na schön. Diese beiden Kisten wiegen zusammen 24 Kilo. Herr Gefreiter, 24. Sagt Ihnen das was? Sie sind mir nicht so schwer vorgekommen, Herr Oberfeld. Gestatten? Sie werden lachen. Ich gestatte überhaupt nicht. Und wissen Sie, warum nicht, Sie 5-Kilo-Type? Weil Sie in meinen Augen ein mieser, kleiner, schäbiger Simulant sind. Ich würde mich an Ihrer Stelle etwas vorsichtiger ausdrücken, Herr Oberfeldwebel der Reserve. Ich drücke mich aus, wie mir es passt. Verstanden? Wollen Sie mir etwa Vorschriften erteilen, Sie Pimpf, Sie? Als Sie noch in die Windeln geschissen haben, da war ich bereits Pionier. Und wissen Sie, was wir damals mit solchen Drückebergern wie Ihnen gemacht haben? Wahrscheinlich standrechtlich erschossen, was? Meine Herren Kameraden, das Lachen können Sie sich sparen. Die Sache ist durchaus nicht komisch. Dieser saubere Herr Kamerad nämlich, dieser 5-Kilo-Held, drückt sich während der Dienststunden vor jeglicher Arbeit. Na und? Ja, aber auf eure Kosten! Aber abends nach Dienstschluss, da kann er zentnerschwere Weiber stemmen. Stundenlang, jede Menge. Macht ihm überhaupt nichts aus, da wird er nicht müde. Nur kein Leid, Herr Oberfeld. Wer war das? Wer war das? Ich will jetzt auf der Stelle... Ich möchte jetzt auf der Stelle wissen, wer das war. Also. Vortreten. Vortreten, habe ich gesagt. Vortreten, der Feigling! Ah ja, das habe ich mir gedacht. Was will man von so Rotärschen wie ihr seid auch schon weiter erwarten? Ja, ja, die große Schnauze und nichts dahinter! Mein Gott, was seid ihr für ein trauriger Haufen von Krummfingern! Kamerad Steiner, darf ich Sie einen Augenblick bitten? Bitte, Herr Leutnant. Und ihr seht zu, dass ihr die Anmarschwege räumt. Aber zügig! Aber aus wegen an wem muss ich der Ding denn ausgeliehen? Der hat dich aber ganz schön zur Sau gemacht, mein lieber Mann. Der mich? Ja. Dann warten wir ab, wie ich den morgen erst zur Sau mache. Der kriegt eine Beschwerde an den Arsch, da kann er sich einen Strick draus drehen, der alte Sack. Ja, ich weiß, ich habe selbst drei Beschwerden auf dem Tisch. Was heißt Blindgänger? Dieser Stein ist kein Blindgänger, das ist ein Rohrkrepierer. Ja, tut mir leid. Ende. Schon der zweite Anruf innerhalb von 10 Minuten. 5 Kompanien haben wir. Sie dürften schon mal ausrechnen, wie oft es noch klingen wird. Ich knöpfe mir nachher mal vor, Herr Hauptmann. Aber gründlich, wenn ich bitten darf, ja? Sonst bringt uns dieser Wehrübende noch die ganze 5. Kompanie in Verschiss. Wo steckt denn dieser Idiot überhaupt? Er ist mit Evers draußen beim Brückenbau. Mir ist das scheißegal, mir ist das nicht scheißegal. Im Bataillon sind wegen gestern Abend 11 Beschwerden eingegangen. Du hast einen Papierkrieg entfesselt, dass mindestens 2 Dutzend Leute in Atem hält. Kompaniechefs wie Spieße. Gar nicht zu reden vom Kommandeur. Was meinst du, was der uns den Marsch bläst, wenn der übermorgen zurückkommt? Na ja, gut, dann scheißt er mich immer, du meine Güte. Ist denn schon dabei? Uns haben sie früher auch Rotärsche genannt, Franz, und Krummfinger. Na und? Haben wir wegen solcher Lappalien gleich Beschwerden geschrieben? Uwe, hör auf, die wilde Sau zu spielen.
und sieh endlich ein, dass sich seit damals einiges verändert hat. Ja, das kannst du laut sagen. Weißt du, was sich am meisten verändert hat? Du. Weißt du, das Ganze ist wie bei einer Wippe. Der kritische Punkt beim Bau mit diesem Gerät ist dann erreicht, wenn die Gewichtungen auf beiden Seiten etwa gleich sind. Ist also hinten am Brückenende nicht genug Gewicht, weil vielleicht noch ein, zwei Strecken fehlen. Und das kannst du nur per Tabelle und ständiges Markieren feststellen. Und du schiebst trotzdem den Vorbohrschnabel hier. Ah, dann fällt mir die ganze Chose mit Carajo in die Entengrütze. Ist doch Logo. Ja, aber alles andere als komisch, das kann ich dir sagen. Nein. Ich sag dir, Werner, noch mal einen Grund zur Beschwerde liefert dir der Stein. Der ist doch nicht bescheuert. Immer abwarten, Kalle. Dann brauchst du bloß die richtige Palme hinzustellen, dann klettert er. Ach, ein Scheiß wird er tun. Wenn der Evers morgen abdampft, kannst du die nächsten Wochenenden abschreiben. Ja, nicht nur du, wir alle. Es gab's doch, was so ein alter Hase wie der Steiner für erzieherische Maßnahmen auf der Pfanne hat. Na, macht ihr heute Überstunden? Mensch, hör bloß auf, Racho. Der Steiner spielt verrückt. Wir haben schon drei Appelle hinter uns, seit Evers heute Morgen weg ist. Und jetzt lässt er gerade wieder Trevier nach eine. Na, endlich mal ein Zugführer, der euren müden Laden auf Schwung bringt. Alles mal her, Leute, Sondermeldung. Beim UVD ging eben das Telefon, die Wache war dran. Eine Freundin von Wengler sei am Tor. In dem Moment, da kommt Steiner rein. Der hört, was los ist und ab die Post. Nichts wie hin zur Wache. Was geht denn denen das an? Mann, der mischt sich aber auch in jeden Scheiß. Na, noch immer besser, er nimmt sich die vor als einen Brückenzug. Das wäre allerdings ein Segen. Ein Segen? Das wäre ein zusätzlich 1. Mai. Guten Abend. Entschuldigen Sie, sind Sie die junge Frau, die auf Oberfeldwebel Wengler wartet? Ja. Wieso, ist er nicht da? Doch, da ist er schon. Oh, da passt der Bund schon auf. Er ist nur nicht hier, im Moment jedenfalls. Ja, gestatten Sie, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Steiner, Uwe Steiner. Ich teile mit Wengler momentan Tisch und Bett. Kleiner Scherz, wir liegen auf einer Stube. Ist er denn zu einer Übung abkommandiert? Übung? Ja, nur, wenn Sie das so nennen wollen. Aber abkommandiert, ich weiß nicht. Ich habe eher den Eindruck, dass es einer seiner kleinen freiwilligen Einsätze ist. Sie verstehen? Hm? Naja, Sie kennen mich. Sind Sie mit dem Wagen da? Nein, ich bin mit dem Bus gekommen. Na, fabelhaft. Was halten Sie davon, wenn ich Sie in die Stadt zurückfahre? Hm? Ich ziehe mich nur schnell um, dann können wir gleich reinfahren. Ein bisschen spazieren gehen, Happen essen, kleines Gläschen Wein. Na, was halten Sie davon? Hm? Entschuldigen Sie, aber ich bin eigentlich nicht gekommen, um Sie zu sehen, sondern Harald. Ja, sicher, natürlich. Mich kennen Sie ja gar nicht. Also noch nicht. Aber angesichts der Tatsache, dass mit Harald heute Abend ohnehin nicht mehr zu rechnen ist, da dachte ich, naja. Wieso nicht mehr zu rechnen ist? Irgendwann wird er doch zurückkommen in die Kaserne, oder? Ja, irgendwann schon, natürlich. Morgens bei Dienstbeginn ist er immer wieder da, wenn auch ein bisschen ramponiert. Aber so lange wollen Sie doch nicht warten, nicht? Die Nächte sind schon immer so kühl. Na, nun machen Sie doch nicht so ein Gesicht, Mädchen. Hm? Harald ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt, oder? Für mich schon. Hören Sie mal, Fräulein. Frau. Ach, Sie sind verheiratet? Ja, leider. Und noch dazu mit einem Wehrübenden. Moment mal. Frau Wengler? Ja. Oh. Dann haben Sie sich aber mächtig verändert. Also nach den Fotos im Spind hätte ich Sie garantiert nicht wiedererkannt. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich wollte meinen Mann überraschen. Naja, dann hat er mich überrascht. Vielleicht auch sein Gutes. Vielen Dank und grüßen Sie Harald schön, wenn er morgen früh hier aufkreuzt. Moment mal, Frau Wengler. So können Sie doch nicht weggehen. Das ist alles ein Irrtum, glauben Sie mir. Das wird sich alles aufklären. Also ich bringe Sie jetzt erstmal zurück in die Stadt. Ich ziehe mich nur rasch um, nicht? 3 Minuten? Bitte, ich habe sowieso nichts anderes vor. 3 Minuten. Wehrübung. Diese Weiber. Sag mal, habt ihr sowas schon gesehen? Das war ja fast wie bei Donald Duck, Leute. Zack, vorbei in Uniform, zack, vorbei in Zivil. Und wir fliegen im Start auf und davon. Du, hoffentlich donnert er uns nicht die Schranke um, ey. Na, wein schon. Hauptsache, er lässt sich die nächsten 24 Stunden hier nicht blicken. Ja. Aber Herr Steiner, Sie selber haben doch gesagt, dass er von morgen früh nicht zurück sein wird in der Kaserne. Ja, ja, schon, aber doch nur dann und wann. Also eigentlich fast nie. Ganz selten, niemals.
Frau Wengler, Sie haben doch selbst gesagt, dass Ihr Mann kein Schürzenjäger ist. Anscheinend habe ich mich da gründlich geirrt. Aber Unsinn, Frau Wengler, Ihr Mann liebt Sie, das ist doch gar keine Frage. Und weshalb treibt er sich dann Nacht für Nacht herum? Aber das tut er ja gar nicht. Und wenn, Frau Wengler, wenn, dann hat er bestimmt seine berechtigten Gründe, glauben Sie mir. Na, das müssen ja schöne Gründe sein. Eigentlich darf ich gar nicht darüber reden, Frau Wengler. Militärische Geheimhaltung, Sie verstehen. Aber als Frau eines Kameraden und in Anbetracht der besonderen Situation, na ja, um es kurz zu machen, Ihr Mann nimmt an einem Speziallehrgang teil, der besonders dafür geeignete Pioniere ausschließlich für den Nachtkampf ausbildet. Und deshalb und nur deshalb, glauben Sie mir, ist er nachts so selten in der Kaserne. Ja, ich verstehe. Und dieser Lehrgang ist so geheim, dass nicht einmal die eigene Frau etwas davon erfahren darf. Die sogar am allerwenigsten. Ja. Frau Wengler, geheime Kommandosache ist eben geheime Kommandosache. Es war wirklich außerordentlich kameradschaftlich, Herr Steiner, wie Sie sich für meinen Mann in die Bresche geworfen haben. Ach, ich bitte Sie, Frau Wengler, wir Pioniere sind das gewohnt. Ja, anscheinend. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Auf Sie wartet wahrscheinlich auch noch ein kleiner Nachteinsatz. Leben Sie wohl. Ja, aber diese Weiber. Kein Sinn für Humor. Entschuldigung, Entschuldigung. Ein Doppeldecker. Hans, mir auch einen. Mensch, Uwe, was machst du denn hier? Das siehst du doch. Saufen. Ja, lieber Mann, ich kann dir sagen, mein Vater hat recht gehabt. Der hat immer zu mir gesagt, Junge, geh nicht bei die Pioniere. Alles, was du anfasst, ist schwer. Prost! Moin. Moin. Jetzt was? Oh Mann, du bist ja ganz schön unter die Räder gekommen heute, ne? Naja, ganz gut grinsen. Aber warte mal. Wenn du jetzt weißt, warum, dann grinst du nicht mehr. Wieso? Ist was passiert? Ja, deine Frau ist hier. Was? Christa ist in Lübeck? Ja, seit gestern Abend schon. Jetzt ist sie zurück in die Stadt gefahren. Moment mal. Na, du warst doch wieder mal auf Achse. Ja, langsam. Langsam, Uwe. Das hätte ich gerne ein bisschen genauer. Ach, hör bloß auf, Harald. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe mich benommen wie ein Idiot. Also, solide ist deine Christa. An dem Punkt brauchst du überhaupt keine Bedenken zu haben. Und den Rest habe ich wieder in die Reihe gebracht. Also, weitgehend jedenfalls. Ich habe ihr erzählt, dass du zu einer geheimen Spezialeinheit gehörst, die ausschließlich für den Nachtkampf ausgebildet wird. Für den Nachtkampf? Ja, aber irgendwas. Oh. Irgendwas musste ich ihr doch erzählen. Oh. Sag mal, hast du Kopfschmerzen? Jetzt rede mir bloß noch ein, sie hätte dir diesen Unsinn geglaubt. Ja, hier. Danke. Entschuldigung, ich wollte dich ja nicht in die Pfanne hauen, aber das ist ja schließlich nicht meine Schuld, nicht? Dass du jeden Abend High Life machst. Ich mache nicht High Life, ich arbeite. Naja, wie immer du das nennst. Brand. Hier, nimm mal einen Schluck. Und jetzt hör mal gut zu, Uwe. Ob du es mir jetzt glaubst oder nicht, ich arbeite tatsächlich. Schwarz. Als Kellner. In einem Club in Timmendorf. Das war's. Als Kellner? Ja, das ist mein gelernter Beruf. Ich sitze finanziell in der Scheiße. Ich habe ein Haus gebaut. Anfangs sah das ja ganz prima aus. Aber jetzt, bei den gestiegenen Zinssätzen, ich kann auf keine müde Mark verzichten. Warum hast du nie ein Wort davon gesagt? Ja, soll ich das vielleicht an die große Glocke hängen? Das Bataillon ist doch wie ein Dorf. Denkst du vielleicht, ich möchte meine Ausgleichsbezüge zurückbezahlen? Außerdem können die mir das jederzeit als Betrug anhängen. Ach du große Scheiße. Ja, von wegen Casanova. Ich bin froh, wenn ich jede Nacht eine Mütze voll Schlaf bekomme. Du Harald, ich muss zum Chef den Zeitplan besprechen. Deine Frau wohnt im Lindenhof. Ruf sie sofort an, ja? Danke. Du, das versteht sie bestimmt. Prima Kerl. Ja, wenn sie nicht schon abgereist ist. Mann, es gibt wie diesen Land zig Pionierbataillone. Und jedes davon hat 5 Kompanien. Und jede Kompanie hat 2 bis 4 Züge. Aber ausgerechnet ich muss mit dem auf einer Bude liegen.
Und Sie sind absolut sicher, dass die Elle, mit der Sie gemessen haben, nicht vielleicht doch ein bisschen zu kurz ist? Nein, nein, Herr Hauptmann, ich habe das alles ganz genau berechnet. In dieser Zeit schaffe ich den Brückenschlag mit links. Na, dann viel Erfolg, Herr Oberfeldwebel. Danke, Herr Hauptmann. Der gibt nicht nur an wie ein Sack Sülze, der ist auch noch ehrgeizig. Jetzt hat er sich auch noch in den Kopf gesetzt, den Bataillonsrekord zu unterbieten. Es fehlt nur noch, dass es ihm gelingt. Herr Rhein! Herr Hauptmann, ich bitte um 2 Stunden Urlaub. Meine Frau ist gestern Abend hier angekommen, als ich nicht da war. Es sind da einige gravierende Missverständnisse passiert, wie ich eben von Kamerad Steiner gehört habe. Er hat sie nämlich gestern Abend in Empfang genommen. Verstehe. Hauen Sie ab, Wengler. Kommen Sie nicht zurück, bis Sie alles ausgebügelt haben, klar? Danke, Herr Hauptmann. Bitte. Wissen Sie, was dieser Steiner ist, Spieß? Eine Naturkatastrophe. Aus Leuten wie ihm sollte der Bund eine Sondereinheit aufstellen. Dann könnten wir uns die Nachrüstung ersparen. Herr Oberfeld! Hallo, los! Was ist denn los, verdammt nochmal? Es geht um den Kipper mit dem Montagegerüst. Also ich habe das Gefühl, da stimmt was mit dem Öldruck nicht. Und damit kommen Sie mir jetzt auf nüchtern Magen. Tut mir leid, Herr Oberfeld, aber gestern war das noch nicht. Am besten ist, wir nehmen einen anderen und laden rasch um. Quatsch, das kostet doch alles viel zu viel Zeit. Nee, nee, jetzt hält er schon durch die paar Kilometer. Los, ab! Na, Heise, wie viele Beschwerden liegen vor gegen den Kameraden Steiner? 3? 11, Herr Oberstleutnant. 11? Ja, nicht gerechnet die, die er selbst eingebracht hat. Donnerwetter. Da habe ich ja diesen Schwadroneur noch erheblich unterschätzt. Worüber beschwert er sich denn? Er hat eine recht vernünftige und gut fundierte Studie angefertigt, der Oberstleutnant. Über Verlustmeldungen, sogar mit statistischem Material. Hat er wohl mal studiert, glaube ich. Wollen Sie mal einen Blick reinwerfen? Danke, Herr Oberstleutnant. Ich brauche erstmal einen starken Kaffee. Kommen Sie, wir gehen rüber ins Casino. Nicht das Schlagen einer Brücke ist das Problem. Schon gar nicht mit dem neuen Brückenbaugerät. Das ist so idiotensicher wie ein Baukasten für Dreijährige. Nein, problematisch ist allein die Zeit, die man für einen solchen Brückenschlag benötigt. Da geht es im Ernstfall um jede Minute. Und das... Meld, Herr Oberfeld, etwa 2 Kilometer von hier ist der Kipper mit dem Montagegerüst liegen geblieben. Kein Öldruck. Der Hauptgefreite Racho lässt fragen, was er tun soll. Nichts. Und Offizier Simon? Hier, Oberfeld. Schnappen sich genügend Leute, laden Sie die Paletten von dem Kipper und schleppen Sie das liegen gebliebene Fahrzeug ab, klar? Was meinst du, macht er jetzt? Na, was schon, das nächstliegende. Er lässt irgendeinen Kipper abladen und uns dann abschleppen. Ist doch nicht das Schlechteste. Nee, nur das Dümmste. Er haut nämlich die Paletten irgendwo ins Gelände, wo er sie nachher gar nicht haben will. Und das alles nur, um Wagen ohne Öldruck abzuschleppen, der sowieso von Hand abgeladen werden muss. Hast du heute Abend was vor? Na klar, treffe ich mit einer Mieze. Na, wie schön. Kannst du vergessen. Der kommt! Auf dem Dienstplan stand was vom Bau einer Brücke. Keine Sorge, kriegst schon noch deinen Muskelkater. Und warum scheucht Ernst jetzt hier im Gelände rum? Mann, weil er ohne Montagegerüst nicht anfangen kann mit der Brücke. Mensch, das ist aber noch lange kein Grund, uns hier zur Sau zu machen. Sag mal, was haben sie euch in der Grundausbildung eigentlich beigebogen? Du, mehr als genug. So? Na, das Wesentlichste haben sie wohl vergessen. Ja? Und das wäre? Das, was der Steiner Kisten wie dir gerade einzubläuen versucht. Ja? Der Soldat ist immer in Bewegung zu halten. Sagen Sie mal, Spieß, hat Oberfeld Steiner die Küche benachrichtigt, dass er heute später reinkommen wird? Nein, Herr Hauptmann, nicht, dass ich wüsste. Dann wird er heute sein Waterloo erleben. Ihm ist nämlich der Kipper mit dem Montagegerüst zusammengebrochen. Tja, das kostet ihn mindestens 1,5 Stunden. Ja, vielleicht schafft er es ja noch bis 18 Uhr. Und wenn nicht? Dann ist die Küche zu. Und eins nur noch mit Sicherheit offen, der Beschwerdeweg. Dann legen Sie schon mal vorsichtshalber neues Fahrband ein, Spieß. Tempo, meine Herren Pioniere, Tempo! Hier wird gerödelt und nicht getrödelt. Wir haben eine gute Stunde einzuholen. Steiner, was soll das hektische Gerödel? Gönn den Leuten eine Zigarettenpause, dann klotzen sie nachher Doppeldraht. Ach was, diese ewigen NATO-Pausen. Erstmal die Brücke, vorher spielt sich gar nichts ab. Mittag wird auch auf 10 Minuten verkürzt. Das meint er doch wohl nicht im Ernst. Allerdings meine ich das im Ernst, Herr Hauptgefreiter. Und wenn das Ihnen und einigen Kameraden nicht passen sollte, dann können Sie ja den Betriebsrat einberufen und sich bei der ÖTV beschweren. Oder bei der IG Metall! Der Himmelhund hat doch tatsächlich die Stunde fast aufgeholt. Ja, ich habe Ihnen ja gesagt, Chef, Steiner hat nicht nur eine große Schnauze, der weiß auch zu rödeln. Der Kommandeur. So, und beim nächsten Vorschub geht der Vorbauschnabel rüber. Das ist zu früh, wir sollten die Strecken vorher noch mal genau durchzählen. Mensch, das hat doch nicht so kleinkariert, das sieht doch blinder mit dem Krückstock, dass er jetzt rüber kann. Uwe, ich rate, er macht keinen Fehler. Bei diesem neuen Gerät kannst du dich aufs Augenmaß nicht verlassen. Da hilft nur Nachrechnen in der Tabelle. Herr Oberfeld, der Kommandeur. Wo?
Melde, Herr Oberstleutnant. Brückenzug der 5. und 5. Dritter Zug der 2. beim Brückenbau. Weitermachen, Herr Oberfeldwebel. Jawohl, weitermachen, Herr Oberstleutnant. Er hat Sie ja angestarrt, Herr Oberstleutnant, als seien Sie der heilige Gott sei bei uns. Wer weiß. Vielleicht erinnere ich ihn ja an jemand. Ist was? Ja. Was soll denn sein? Ich weiß nicht, sieht plötzlich irgendwie krank aus. Quatsch. Sind die Bolzen alle gesichert? Jawohl, Herr Oberfeld. Na gut, dann nicht Sie rüber mit der Brücke! Auf keinen Fall, ich sag dir! Los, die Vorschubstange anbauen! Auf keinen Fall, ich sag dir, es fehlen mindestens noch zwei Strecken! Ach, Quatsch! Da scheint sich ja wohl eine kleine Autoritätskrise anzubahnen. Keine Sorge, Herr Oberstleutnant. Damit wird Oberfeldwebel Steiner schon fertig. Mit links. Nach meinen Berechnungen fehlen noch zwei Strecken, Herr Oberfeld. Was? Glauben Sie uns doch, Herr Oberfeld, wenn Sie jetzt die Brücke vorschieben lassen, fällt sie uns das, ins Wasser. Das ist doch alles Quatsch! Noch zwei weitere Strecken! Anbauen! Was? Halt! Sagen Sie mal, was fällt Ihnen eigentlich ein, Herr Feldwebel? Noch habe ich ja das Kommando verstanden. Sperrklinken besetzen! Los! Zack, zack! Geht das auch ein bisschen schneller, schlaft nicht ein! Sperrklinken auf! Sperrklinken auf! Los! Komm, komm! Na dann, gute Nacht, teure Heimat. Das wird eine Open-End-Show heute. Eins zumindest kann man Steiner nicht absprechen. Entscheidungsfreudig ist er. Die Brücke wird fertiggestellt, Herr Hauptmann, und wenn es morgen früh werden sollte. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Und Sie greifen nur ein, falls er gegen irgendwelche Sicherheitsvorschriften verstoßen sollte. Ist das klar? Jawohl, Herr Oberstleutnant. Ich fahre jetzt zurück. Halten Sie mich ständig auf dem Laufenden. Sobald Steiner wieder drin ist, soll er sich sofort bei mir melden. Einen schönen Tag. Was passiert um 6, wenn die Verpflegung ausbleibt? Ohne Mampf kein Kampf. Das lassen Sie mal schön Steiners Sache sein. Sie haben doch gehört, was der Kommandeur gesagt hat. Mann, oh Mann, Uwe, sitzt du in der Scheiße. Ja, Scheiße. Hm? Mit ihm zusammen die ganze 5. Hoffentlich verpasst ihm der Kommandeur heute Abend eine Zigarre, an der er bis zum Ende seiner Übung zu qualmen hat. Am täglichen Feuer soll es nicht nehmen. Was kriegt er von mir? Mit links. Was strahlen Sie denn so, Heise? Melde, der Brückenzug rollt bereits Richtung Heimat, Herr Oberstleutnant. Viertel nach neun, Donnerwetter. Und die Stimmung in der Truppe? Besser als vermutet, Herr Oberstleutnant. Mit links hat so ziemlich alle Flattermänner aufgekauft, die in Lübeck heute Abend gebraten worden sind. Und für jeweils 5 Mann steht ein Kasten Bier bereit. Außerdem heißt es, er soll vor versammelter Mannschaft so eine Art Selbstkritik geübt haben. Ja, ich weiß, hat mir Hauptmann lange schon berichtet. Auch, dass er mitgeschuftet hat, wie der jüngste Pionier. Sie können gehen, Herr Oberstleutnant. Gute Nacht und vielen Dank. Gute Nacht, war selbstverständlich. Ich möchte nicht in Steiners Haut stecken. Ich auch nicht. Oberfeldwebel Steiner meldet sich wie befohlen, Herr Oberstleutnant. Stehen Sie bequem, Herr Oberfeldwebel. Na? Zufrieden mit dem heutigen Tag? Nein, Herr Oberstleutnant. Wieso? Wenn ich mich recht entsinne, wollten Sie doch wieder mal so richtig als Mann gefordert werden. Heute ist Ihr Wunsch in Erfüllung gegangen und ich muss sagen, Sie hätten schlechter dabei abschneiden können. Es tut mir leid, was ich da neulich im Wagen alles gesagt habe, Herr Oberstleutnant. Ich habe da wohl ein bisschen zu großes Kaliber gewählt. Schon fast vergessen. Danken Sie Gott und dem Bund, Oberfeldwebel Steiner, dass beide Sie nie zum Kompanieführer gemacht haben. Aber eins will ich nie wieder von Ihnen hören, verstanden? Dass Brückenschlagen etwas ist, das man mit links macht. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Zigarette? Oh. Danke, Oberstleutnant. Danke, Oberstleutnant. So, und nun noch was unter alten Kameraden. Ich nehme an, Sie haben heute einiges dazugelernt, wenn auch spät und etwas drastisch. Mit Zack-Zack und Arsch aufreißen motiviert man keine Soldaten.
Das Einzige, was die Männer bewegt, ist ein vernünftiges Vorbild. Oder sind Sie darin noch immer anderer Meinung? Nein, Oberstleutnant. Na, dann hat sich das Brückenschlagen ja gelohnt. So, nun nach Hause, sonst vergisst meine Frau noch, wie ich aussehe. Ich habe noch eine Bitte, Herr Oberstleutnant. Ich möchte meine Beschwerde zurückziehen. Sie meinen Ihre Studie über die Verlustmeldung? Jawohl, Herr Oberstleutnant. Ich finde, wer so viel Mist gebaut hat wie ich, der sollte den Beschwerdeweg anderen überlassen. Tut mir leid, Herr Oberfeldwebel. Aber diese Beschwerde möchte ich Sie bitten, durchzufechten bis zur letzten Instanz. Wie haben Sie doch noch gesagt? Das Wesentliche ist doch, dass man mal wieder was tut. Fürs Allgemeinwohl. Na? Dann tun Sie mal, Herr Oberfeldwebel. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Oberstleutnant.